Ja, hallo, Thorsten Matthäus von ABB Robotics. Ich freue mich, euch heute was über industrielle Robotik, Industrierobotik in der Intralogistik vorstellen zu können. Picky sein lohnt sich auch für Ihre Operations, für Ihre Organisation. Gibt es Anwendungsfälle für industrielle Robotik? Und dazu möchte ich Sie mitnehmen auf eine kleine Reise. Und zwar kennen Sie vielleicht von irgendwas mit Logistik den Robotics Report. Da gibt es ja den Logistikleiter Dieter. Hier sehen Sie seine Kollegin, die durch ihr Lager geht, durch ihre Operations geht und schaut, wie sie mit den Herausforderungen der heutigen Zeit umgehen kann und was es da für Lösungen gibt. Also, ich glaube, wir haben es schon mehrfach heute gehört und gestern, aber man kann es nicht oft genug sagen. Das Thema Personalmangel beschäftigt uns in der Intralogistik, beschäftigt uns in vielen Dienstleistungsbereichen. Und wenn Sie sich tatsächlich mal die nackten demografischen Zahlen anschauen, kann man es gar nicht oft genug sagen, das ist kritisch und das wird in der Zukunft noch viel, viel kritischer werden. Wir sehen, wir bekommen keine Leute für Tätigkeiten in der Intralogistik. Die Arbeitskräfte, die wir haben, gehen die Kosten hoch. Und darüber hinaus gibt es eben immer weniger Leute, die bestimmte Arbeiten überhaupt noch machen möchten. Wenn ich denn Leute habe, die bei mir arbeiten, die meine Intralogistik am Laufen halten, dann habe ich darüber hinaus die Challenge, dass die auch mal krank werden. Und je nachdem, in welchen Tätigkeiten die eingesetzt sind, wird das Krankwerden mehr oder weniger. Ja? Darüber hinaus kennen wir alle den lieben Kollegen Corona, der uns in den vergangenen 2,5 Jahren sehr in Schach gehalten hat und auch heute noch in Schach hält. Ich habe es gestern wieder gehört in mehreren Vorträgen hier. Von 12 Leuten zum Kommissionieren stehen auf einmal nur 4 am Anfang der Schicht. Wie kriege ich jetzt meine Aufträge abgearbeitet? Und darüber hinaus macht sich auch der Gesetzgeber noch ein paar Gedanken, was er denn tun kann, um die ganze Ergonomie, die ganze Arbeitssicherheit, die ganze Gesundheit, Arbeitsgesundheit und Sicherheit besser zu gestalten, positiver für die Mitarbeiter zu gestalten. Hier kommen neue Regelungen dazu, die im Laufe der Zeit sicherlich auch umgesetzt werden müssen. Genau. So. Eine Lösung für dieses Problem oder die Lösung, die wir sehen, ist der Einsatz von industrieller Robotik in der Intralogistik. Und hierzu haben wir mal eine Grafik aufgelegt. Das ist die Entwicklung in den letzten 10 Jahren weltweit, Zahl der eingesetzten Industrieroboter. Das betrifft jetzt alle möglichen oder die gesamte Bandbreite der Industrien, die Robotik verwenden, inklusive der Intralogistik, die da, denke ich, noch sehr, sehr weit am Anfang steht. Sie sehen, dass das exponentiell steigt. Also offensichtlich ist Robotik etwas, mit dem man seine Operations effektiver gestalten kann, sicherer gestalten kann, resilienter gestalten kann. Ja? Also wir gehen davon aus, Robotics ist nichts Neues. Diese Technologie ist im Einsatz, großflächig. Es ist mehr oder weniger eine Commodity, kann man fast sagen. Und insofern ist es nicht mehr so, dass ich Rieseninvestments brauche, um so etwas ans Laufen zu bekommen. Das heißt, ich habe einen gesättigten Anbietermarkt oder einen reifen Anbietermarkt. Ich bekomme relativ guten Value for Money und dadurch habe ich die Möglichkeit, Business Cases relativ schnell auch in die positive Seite laufen zu lassen. Ich habe mit Robotics die Möglichkeit, exzellent zu skalieren. Ich fange mit einem Roboter an. Wenn der ausgelastet ist, kommt der zweite dazu. Ich kann diese Roboter flexibel einsetzen. Ich kann zum Beispiel sie heute an einem Pickplatz etwas picken lassen. Ich kann nächste Woche sie an einem anderen Pickplatz mit einem anderen Greifer oder an etwas anderes picken lassen. Also ich habe eine gewisse Flexibilität bei diesen Produkten. Ich habe eine Skalierbarkeit
Und zusammen mit künstlicher Intelligenz, mit Software, die sich rasant weiterentwickelt, habe ich Roboter, die für Applikationen geeignet sind, wo ich vielleicht vor 3, 4, 5 Jahren überhaupt noch nicht dran gedacht hätte. Ja. Insgesamt bekomme ich mit Robotik, wenn ich sie vernünftig einsetze, wenn ich sie gut in meinen Prozess integriere, eine Performance hin, die deutlich der manuellen Performance in nichts nachsteht oder vielleicht sogar überlegen ist. Viele Leute haben immer noch ein bisschen Berührungsangst mit industrieller Robotik und da kann ich nur sagen, der Einstieg ist nicht so komplex, wie man sich's vorstellt. Grundkenntnisse sind relativ leicht erlernbar. Man kann sich Unterstützung holen. Es gibt breit aufgestelltes Wissen in der Industrie und es ist relativ einfach zugänglich. Ja. Und hier nochmal einfach auch, um das Ganze noch ein bisschen greifbarer zu machen, habe ich Ihnen ein paar Anwendungsbeispiele rausgesucht aus der Industrie, aus der Intralogistik. Was mache ich hier? Ich bin im Wareneingang, ich habe Kisten zu depalettieren, ich nehme diese Kisten, setze sie auf eine Fördertechnik oder ich nehme eine Kiste und setze sie in ein Shuttle-System hinein. Das mache ich heute manuell. Ja? Hier gibt es die Möglichkeit, das mit Robotik zu machen. Sehen wir im ersten Bild, also eine Depalettierfunktion. Daneben gestapelte Dollys mit jedweden bunt gemischten Potpourri aus Paketen drin. Gibt es im Post- und Parcel-Bereich, gibt es im Kommissionierungsbereich. Auch das wird natürlich manuell abgestapelt heutzutage oder wahrscheinlich wird es irgendwo manuell aufgebaut, wird 500 Meter weit geschoben und wird dann manuell wieder auseinandergenommen. Auch hier klassischer Einsatzbereich für Robotik, was ich heute mit einem Roboter machen kann. Ich habe das Thema KLT-Handling am Kleinteilelager, wo ich KLTs einlade oder herausnehmen muss. Ich habe das Thema KLT-Handling am Ende vom Prozess, wo ich KLTs zusammenpalettieren muss. All das sind Anwendungen, wo ein Roboter hervorragend geeignet ist und sich auch hervorragend rechnet. Aber was mache ich stattdessen oder was machen viele von euch stattdessen? Manuell. Das wird nach wie vor fokussiert und wir sind einfach der Meinung, wir zeigen euch mal, wie man das mit einem Roboter machen kann. Wir haben eine Herangehensweise, von einem manuellen zum automatisierten System zu kommen. Da haben wir zunächst mal den Menschen. Ne? Ein menschlicher Mitarbeiter, der hat Augen und der hat Hände. Und das Gleiche brauchen wir in der Automatisierung auch. Die Augen, können wir sagen, das ist das, was eine Kameratechnik ist, was eine Sensorik ist. Ja? Dann auf der anderen Seite die Hände, da haben wir verschiedenste Greifsysteme. Die können mit Vakuum greifen, die können klemmen, die können eine Kombination aus beiden machen. Also eine sehr, sehr vielfältige Möglichkeit, verschiedenste Produkte zu handeln. So, und jetzt kommt das Thema, was natürlich den menschlichen Mitarbeiter von der Maschine unterscheidet. Und das ist das, was Hände und Füße miteinander verbindet. Und auch hier entwickelt sich eben die künstliche Intelligenz weiter. Gerade bei der Bildverarbeitung bin ich in der Lage, Tätigkeiten, Applikationen abzubilden mit einem Roboter, mit einer Maschine, die der menschlichen Tätigkeit sehr, sehr nahe kommen. Allerdings nicht 1:1 ersetzen, das muss man fairerweise auch sagen, aber durchaus sehr nah daran kommen. So, wenn ich automatisiere, dann muss ich es immer als eine Ergänzung sehen, eine Ergänzung zum manuellen Betrieb. Es wird nie ein 100%iger Ersatz sein. Wenn ich einen Prozess automatisieren will, dann schaue ich zunächst mal, wo habe ich eine gute Auslastung, wo habe ich eine vielleicht nicht allzu hohe Komplexität an Produkten und wo kann ich das vielleicht auch räumlich gut unterbringen bei mir in der Umgebung. Und wenn ich das gefunden habe, ja, zum Beispiel ist das jetzt Palettieren von Gütern, die kommissioniert werden, dann führe ich einen Whitelisting-Prozess durch. Dann schaue ich mir also an, welche von meinen Gütern kann ich denn gut mit dem Roboter handeln. 80-20-Regel,
Da bin ich von der Auslastung her immer auf der sicheren Seite. Eventuell muss ich aber auch im Up- und Downstream-Prozess die ein oder andere kleine Anpassung vornehmen, damit der Roboter wirklich gut arbeiten kann, damit er ungestört arbeiten kann, damit er gut ausgelastet ist. Ich habe Ihnen dazu mal zwei Beispiele mitgebracht. Zum einen sehen Sie so einen Dolly mit Paketen drauf. Wenn ich die von diesem Dolly runternehmen möchte und möchte sie zum Beispiel auf einen Sorter ablegen, was der Roboter auch kann, dann möchte ich vielleicht immer die Adressetikette oben haben. Und dann muss ich eine ergänzende Arbeitsanweisung dazu erstellen, dass eben die Pakete so reinzustapeln sind, dass die Adresse immer oben liegt. In dem anderen Fall mit den KLTs ging es darum, dass der Mitarbeiter diese KLTs eben ineinander auf der Palette abstellt und in einer bestimmten Ausrichtung. Also insgesamt kleinere Prozessanpassungen, die im Großen und Ganzen keine Unannehmlichkeiten sind, sondern wirklich, ich habe den ganzen Prozess einmal mir angeschaut und habe ihn Automation ready gemacht. Je nachdem, welche Anwendung ich habe, ich komme mit dieser Robotik deutlich in den Bereich dessen, was menschliche Arbeitskraft schafft, oder ich komme darüber auch noch hinaus. So ein klassisches Beispiel für eine Automatisierung, Roboterautomatisierung in der Intralogistik ist ein AKL. Wahrscheinlich hat jeder oder viele von Ihnen haben ein AKL im Einsatz. Jetzt als Beispiel haben wir ja mal ein Autostore. Und das Autostore wird bedient über die Ports, in dem Fall ein Karussellport. Und wie gesagt, das wird manuell beladen, es wird manuell entladen. Und was haben wir gesagt? Das muss nicht sein. Wir handeln das Ganze mit einem Roboter. Wir schauen jetzt hier von oben auf den Karussellport drauf. Wir sehen dort, der Roboter nimmt Teile von einer Palette, der nimmt Teile von einer andienenden Fördertechnik ab und setzt sie in den Autostore-Bin herein. Und je nachdem, was ich für eine Auslastung habe, kann der Roboter durchlaufen und lediglich manuelle Spitzen oder Teile, die der Roboter eben sehr schlecht handeln kann, mache ich weiterhin an einem manuellen Port. Das ist ein klassisches Beispiel, ergänzt sich sehr, sehr gut. AKL, Kleinteile, Lager und Robotik. Genau, so könnte das dann zum Beispiel aussehen. Einbringung von Produkten in die AKL, KLTs. Genau. Wir haben darüber hinaus andere Anwendungsfälle. Hier gab es jetzt nur 15 Minuten Zeit, insofern habe ich die nochmal ganz kurz zusammengefasst. Das Thema Sequenzieren, das Thema Puffern, das ganze Thema KLT-Handling. Gehen Sie mal durch Ihre Operation, schauen Sie mal, wie oft jemand ein KLT in die Hand nimmt. All das sind Anwendungsfälle für Robotik. Das Thema Fashion, Greifen von Polybags, Einsortieren von Polybags in Taschensortierer oder in andere Lagerverdichtungen, was immer es gibt als Anwendungsmöglichkeiten. Sequenzierung im Bereich Post und Parcel, wo es also darum geht, quasi Schüttgut zu vereinzeln oder direkt auf Sorter aufzubringen. All das sind Anwendungsbeispiele, wo Robotik zum Tragen kommt. Und das sind Beispiele, die wirklich operativ und produktiv im Einsatz sind, dass es nicht mehr Jugend forscht, wie das vielleicht auch noch oft gedacht wird. Ja. Das ganze Thema AGVs, AMRs, ist was sicherlich mehrere Präsentationen noch füllen könnte. Ich will es nur der Vollständigkeit halber hier auch erwähnt haben. Nochmal kurz zusammengefasst. Wenn ich automatisiere, was bringt es mir? Ja. Auf jeden Fall, ich habe meine Produktivität erhöht, ich habe im besten Fall meinen Durchsatz gesteigert. Ich habe eine gleichbleibende Qualität der Arbeit und ich habe die Resilienz meiner Operations gestärkt. Ich bin nicht mehr abhängig davon, ob ein Coronavirus ist, ob ich Arbeitskräfte bekomme. Ich kann wirklich sagen, ich kann mich hier ein Stück weit von den Trends, von den ungünstigen Trends im Arbeitsmarkt unabhängig machen. Des Weiteren habe ich die Tätigkeiten aufgewertet. Mitarbeiter, die vielleicht vorher sehr, sehr einfache Jobs gemacht haben, demotiviert waren, denen gebe ich hier die Möglichkeit, mit dieser Automation zu wachsen, sich dort weiterzubilden und eben auch wirklich ihre Motivation zu erhöhen. Genau, und damit
kommen wir auch zum Ende schon der Präsentation. Ich hoffe, ich konnte Ihnen ein bisschen darlegen, wofür man Industrierobotik benutzen kann in der Intralogistik. Und wir sind jederzeit bereit, da auch die eine oder andere Frage bei uns am Stand, das ist L8, zu beantworten. Und würden uns sehr freuen, Sie dort auch mal begrüßen zu dürfen. Dankeschön.